Zwischen Capital Bra und Angie geht's wieder ab. Es geht um Familie, eine angebliche Erpressung und ein Aufeinandertreffen in wenigen Tagen. Die Frage, die über allem schwebt, wird Bushido am Freitag einen Capital Bra Diss-Track raushauen? Satans, Bazin, hast du noch eine Sache zu Angie, ne? Deswegen hör auf zu bellen wie so ein Köter vom anderen Kontinent. Der wollte meine Frau in seinem Song erwähnen, mein Bruder. Einfach nur deine Wörter zitiert aus deinem eigenen Mund. Zwischen Capital Bra und seinem Ex-Signing Angie geht seit gut einem Jahr hin und her. Erst gab es nur Instagram-Vorwürfe, vor gut drei Monaten hob Angie das Ding aber auch auf die musikalische Ebene und veröffentlichte seinen Capital Bra Diss-Track Kommissar Bra, wo das Musikvideo nicht mehr online ist, zum Streamen gibt's den Song aber noch. Capi wiederum reagierte auch musikalisch und disste Angie beispielsweise erst vor wenigen Wochen auf seinem Track Wesh Bra und beleidigte ihn dort unter anderem als HS. Und jetzt kommen wir von der musikalischen Ebene wieder runter und es geht weiter mit Instagram-Ansagen und schweren Vorwürfen. Denn zunächst einmal veröffentlichte Capi eine längere Story über Angie, in welcher er erzählte, man habe sich vor gut einem Jahr gebieft, dann sei das Ding geklärt worden, bevor Angie dann jetzt wieder angefangen habe. Bei dieser Klärung sei er aber, wie er erzählt, von Angie einfach verarscht worden. Denn es sei darum gegangen, dass Angie von Bra Music rausgewollt habe und Capi habe ihm das ermöglichen wollen, unter einer Bedingung. Starten wir dann, okay, kein Problem. Mach das, mein Bruder. Gib mir nur das Geld wieder, was ich hier nicht investiert habe. Was war das? Nicht wie 500.000, irgendwas. Capi habe ihn dann also rausgelassen, Angie sei hier noch sehr nett gewesen und habe sich bedankt und so weiter. Als Capital Bra dann aber den Auflösungsvertrag unterschrieben habe und damit, wie er sagt, auch auf Geld verzichtet habe, Angie also raus gewesen sei bei Bra Music, habe Angie plötzlich sein wahres Gesicht gezeigt, ihn angerufen und das hier gesagt. Ja, ich habe dich nur verarscht. Ich wollte nur nett zu dir sein, damit ich aus dem Vertrag rauskomme. Und damit ging die ganze Story dann erst richtig los. Aber erstmal, Krafttraining heißt Kraft und Training. Also am besten kräftig sparen beim Einkauf bei SEC Plus mit dem Code RAP10. Das trainiert den Geldbeutel. Angie habe ihm dann nicht nur gesagt, dass er ihn quantenmäßig verarscht habe, sondern auch angekündigt, Capitals Karriere ficken zu wollen. Hier zeigt sich Capi dann ein wenig enttäuscht und sagt, er habe Angie eigentlich alles gegeben, was er gekonnt habe. Er sei vielleicht nicht der beste Labelchef gewesen, aber Angie sei eben auch sein erstes Signing gewesen und er selber habe noch dazulernen müssen. Und dann kommt das, weshalb Capital Bra wohl richtig schlecht auf Angie zu sprechen ist, denn er erzählt, wie ihm dann irgendwann ein Produzent irgendwann eine Sprachnachricht geschickt habe, offenbar ein Leak von der unveröffentlichten Version von Kommissar Bra. Wie Capital erzählt, habe Angie dort unter anderem auch die Frau von Capi erwähnt. Und so sagt Capital, Dissen sei okay und man könne alles sportlich klären, aber bei Familie höre für ihn der Spaß auf und er selber würde auch nie die Frau von Angie erwähnen. Und dies sieht Capi dann offenbar als Grund dafür, dass er auch so hart gegen Angie gefeuert hatte. Und dann wunderst du dich, warum man dich nennt? Capi stellt dann hier abschließend außerdem in den Raum, dass man sich ja in wenigen Tagen eh sehen werde und dann könne Angie ihm das ja nochmal persönlich erzählen. Was genau damit gemeint ist, erfahren wir später noch. Denn es dauerte nicht lange und eine ebenfalls ausführliche Antwort von Angie kam. Dieser sagte, es sei von Anfang an nur Beef gewesen, weil Capital seine Freunde bei der Polizei angeschissen habe, sich nicht darum gekümmert habe, was bei Angie ablaufe und generell viele eklige Aktionen gebracht habe. Nach dem ersten Streit habe es diese Versöhnung dann nur gegeben, weil Capital ihn erpresst habe und gesagt habe, er könne nur releasen, wenn Angie ein Video mache, wo er quasi sage, hier von wegen, es ist alles gut, Sache geklärt, Ding zu. Angie habe sich dann gedacht, okay, mache er einfach dieses Statement, bevor er 1,5 Jahre Vertragssperre bekomme und alles vorbei sei. Denn wenn er 1,5 Jahre lang nichts released hätte, wäre seine Karriere nun einmal vorbei gewesen. Und dann kommt Angie auch auf die Vorwürfe von Capi von wegen Frau im Song erwähnt zu sprechen. Sogar im Track Kommissar Bra rappt Angie davon, dass der Track eigentlich hätte quasi länger sein sollen, er aber bestimmte Dinge dann doch wieder rausgenommen habe, weil sie zu schlimm gewesen seien. Und auf diese unveröffentlichte Version bezieht sich dann jetzt wahrscheinlich auch Capital Bra. Und Angie wiederum sagte, diese Version sei eben niemals rausgekommen. Und selbst wenn sie rausgekommen wäre, hätte Angie dort nicht die Familie von Capital Bra beleidigt. So wie er es sagt, klingt es allerdings schon so, als wäre die Familie zumindest Thema gewesen. Diese Version ist wie gesagt niemals rausgekommen und selbst wenn sie rausgekommen wäre, wäre das keine Beleidigung an deine Frau oder deine Kinder gewesen, sondern einfach nur deine Wörter zitiert aus deinem eigenen Mund.
Für Angie sei das aber dennoch keine Rechtfertigung dafür, dass Kapi ihn jetzt quasi auf so großer Bühne HS genannt habe. Und so sagt er auch weiter, er wolle sich eigentlich gar nicht mehr weiter mit Kapital beschäftigen, denn es sei peinlich. Abschließend sagt Angie dann aber auch noch das hier. Wir sehen uns am 3.9. Dann klären wir diese Sache und fertig. Am 3.9. wird Capital Bra auf dem Hip-Hop-Bewegt-Festival bei München auftreten. Es könnte also gut sein, dass es dort zum Aufeinandertreffen von Kapi und Angie kommt. Und was dann passiert? Oh, mal sehen. Das Hip-Hop-Bewegt-Festival ist übrigens auch das, wo damals Kollega und Arafat aufeinander gestoßen sind. Damals zu den Zeiten des Beefs mit Bushido. Bushido, da war ja noch was. Bushido hat für diesen Freitag aus dem Nichts seine neue Single Dark Knight angekündigt. Das Musikvideo dazu wird wahrscheinlich ein Ergebnis von Bushidos Aufenthalt in NRW mit unter anderem Orkan Şey in den letzten Wochen sein. Für besonderes Aufsehen sorgte Bushido dann allerdings vor allem aus der Kombination des Titels mit dem Cover. Denn hier sehen wir eine durchgerissene Joker-Spielkarte. Dazu der Titel Dark Knight, wo im Film der Joker ja auch der Gegner war. Und Joker wiederum könnte dann ja eine Anspielung auf Capital Bra in der Form von Joker Bra sein. Vielleicht erwartet uns also eine musikalische Abrechnung von Bushido mit seinem ehemaligen Signing Capital Bra, von welchem er auch erst vor kurzem gedisst worden war. Es bleibt spannend. Haut rein.